Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Survivors mit einem neuen Mitspieler und Legs. Oh. Warum kannst du dich teleportieren? Warum redest du nicht? Keine Ahnung, ich kann mich nicht... Ah! Rot. Ich schaue ihm in die Augen. Wen schaust du in die Augen? Das Monster. Ah ja, ich seh's auch. Wo bist du denn schon wieder? Ach, hier, da bist du. Komm zu dir. Das ist ja toll. Die Berge sehen sowas von cool aus. Ja, das tun sie. Was ich eigentlich gerade eben noch angesprochen haben. Ah, das ist ein Zettel. Was steht da drauf? Ich will nicht hoch. Ja, ich bin tot. Ich auch. You are dead. Ist ja mal geil. Das ging schnell. Hallo und herzlich willkommen zu Wedene Blätter. Es ist ein spannender Baum. Mit einer hohen Spannung. Die grafischen Details. So wunderschön. Man glaubt es kaum. Ist wie im Real Life. Und der komische Typ hier, der Ulun, rennt natürlich weg. Und irgendwie buggt er sich hier durch die Welt. Ja, buggen ist ein Hobby von mir, ne? Du bist mal da, das ist voll dumm. Oh, mein Ohr juckt, verdammt. Was ich immer versuche zu springen. Angu halt von Minecraft, weil man ja noch schneller ist. Deswegen versuche ich immer hier zu springen. Bist du noch hinter mir? Ja, aber wenn du so weiter rennst, nicht mehr. Das sieht so schwul aus, wie du gehst. Oh, das sind die Kisten, die ich letztens gefunden habe. Das heißt, warte, wo ist der Eingang zu den Kisten? Dann weiß ich, wo der Friedhof direkt ist. Kann man nicht durch den Schlitz, durch die Schlitze gehen? Doch. Ich bin durch den Schlitz gegangen. Yay! Ja, aber ich suche den richtigen Eingang, weil dann weiß ich, wie es zum Friedhof geht. Kommst du? Warte, ich gehe zum eigentlichen Eingang. Hey, hallo! Okay. Komm hier hinterher, einfach jetzt in die Richtung nimmst du auf dem Friedhof direkt stoßen. Mann, du kennst die Map ja schon auswendig, aber renn nicht. Okay. Rennen sollten wir nur im äußersten Notfall, weil sonst Pustekuchen. Hinter dir. Hinter mir. Die Augen. Oh, hallo. Also, Friedhof? Der war doch letztens noch hier. Vielleicht ist der hier random spawn. Ja, glaube ich langsam auch. Wo bist du hin? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so passend fürs LP ist, aber ist mir eigentlich so eingefallen. Irgendwie sind alle Kindermärchen voll brutal. Ja, und irgendwie spackst du gerade voll rum. Ja, wie gesagt, das ist noch nicht von mir. Nein, ich meine, wenn du redest, dann klingst du wie ein Labertan. Oh, hallo. Schnell rennen. Oh, glaube ich bin gleich tot. Nee, auch nicht. Mein Gott, wie so ein Pedo versteckt er sich hinterm Baum, ey. Sollen wir mal offen zählen und mal neu anrufen? Weil es erscheint. Ist ja scheiße, wenn ich die ganze Zeit jetzt rumspacke. Ja, das ist scheiße. Okay. Exite mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Wackelnde Bäume. Alter, wie die Blätter rumspacken. Guck dir das mal an da rum. Das spinnt voll. Du Scheiße. Ja, mit einem neuen Gastmitspieler. Dem Ulun und jetzt bin ich gespannt, wer sich hier als erstes in die Hose macht und wo es als erstes stinkt. Warum immer ich? Nee, natürlich nicht. Wo bist Doch, du? Warum immer du? Hey, ich bleib denn hier drin. Ich find's auch geil, dass man immer größer ist als der andere. Wo bist du? Vor dir. Ja, was ich ansprechen wollte. Wenn man eigentlich mal so bemerkt, sind alle Kindergeschichten brutal. Ja, in jeder Kindergeschichte stirbt mindestens ein Wesen.
Nur jetzt ernsthaft gemeint, jetzt irgendwie zum Beispiel Hänsel und Gretel, wird die Hexe irgendwie in den Ofen gekillt. Oder die sieben Geißlein. Ja, genau. Wird der Bauch aufgeschlitzt. Und Steine reingemacht. Ja, ist total... und als ob der keinen Magen oder Leber hätte, ne? Ja, so dass der trinkqual voll... Oh, total schlimm. Oder hier diese Geschichte, wo der eine hier, wo den einen Putzi die Daumen abgeschnitten werden. Ha. Also oh Mann, mal ganz brutal, und das erzählt man, das tut man dreijährigen Kindern vorlesen oder ne? Also ja, dafür sind aber hier Kinder auch immer erlaubt oder so. Ist so, ne? Dann dürfen ja eigentlich jedes, dann dürfte ja auch ein sechsjähriges Kind einen Film ab 18 gucken. Hm. Wenn schon dreijährig so welche Teile. Ja, ich sehe einen voll stylischen Schraubenschlüssel. Er sieht so geil aus, wie er immer vor und zurück geht. Ja. Wenn man von vorne guckt, sieht das sowas von schwul aus, wie man geht. Also von dem Charakter her. Ja. Ich laufe jetzt einfach geradeaus, ohne die Maus zu bewegen. Mal gucken, was passiert. Ich kann meine Maus ja in fünf verschiedenen Geschwindigkeiten einstellen. Wenn ich sie auf Highspeed mache, die geht dann übelst ab. Dann fliegt die ja gegen das Fenster. Nö, also ich mache jetzt wirklich nur so ein paar Millimeter nach rechts, ne? Und die Maus ist vom unten links vom Bildschirm direkt oben rechts. Ja, also ich weiß ja nicht, wer damit klarkommen soll oder so. Ja, deswegen. Aber so habe ich es natürlich jetzt nicht eingestellt. Ich habe jetzt normal eingestellt. Na, aber trotzdem übertrieben ein bisschen. Disco. Und ich finde es auch sehr nett, wie diese Maps immer random gemacht. Möpse? Hm? Nein, keine Möpse. Das hast du eben gesagt. Ich meine Maps. Also, ich hab's aufgenommen. Ich weiß, dass du Möpse gesagt hast. Echt jetzt? Ja. Ich kann mich auch täuschen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich wollte und habe auch, glaube ich, Maps gesagt. Nein, du hast Möpse gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Vielleicht wollte ich das ja auch nur hören. Ich weiß es nicht. Sind jedenfalls tolle Tiere. Ja. Wirklich toll. Warum ist eigentlich mitten im Wald so ein ganz normaler Weg? Und der Rest ist hier von Gras befallen. Ich verstehe das nicht. Da hast du ja noch immer die Beta, ne? Ja. Hast du eine Ahnung, wann mal richtige Version rauskommt? Nein. Oh mein Gott, das Gras geht durch den Baum. Es ist super Gras. Das ist irgendwie ein bisschen beängstigend, dass es so rot ist. Was? Was ist rot? Hast du das nicht bemerkt, dass es rot geworden ist? Was? Rote Nebel heißt Monster. Nee, habe ich nicht gemerkt. Wahrscheinlich hast nur du es gemerkt, weil du hinter mir warst. Sehr wahrscheinlich. Was heißt der hinter mir wird gefressen? Ist doch geil. Nein! Bäume! Ja, wenn du mal genau nach oben guckst, ne? Und immer länger mal drauf guckst, aber jetzt nicht, wo jetzt offen so eine Lichtung ist. Muss, wenn es wirklich dick zu ist, ne, dann sieht das manchmal aus, als ob da helllichter Tag wäre. Jetzt bringt nichts, weil du ja das Dunkle siehst, aber wenn so richtig dicker Wald, wo du nur noch diese Blätter... Boah, richtig dicker Wald, ja. Wenn du jetzt nur noch so die Blätter siehst, dann sieht das mit der Zeit irgendwie aus, als ob du zwischendurch mal durchschauen kannst und dann da eben Tageslicht siehst. Ah ja. Tageslicht mitten in der Nacht. Eine geile Sache. Glaubst du an den Weltuntergang 2012? Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas passieren könnte, aber die Welt würde nicht untergehen, beziehungsweise die Menschheit. Ja. Das soll ja durch einen Sonnensturm irgendwie alles verwüstet werden, aber was passiert denn schon großartig, als dass hier in den Polen der Strom ausfällt? Oder hier irgendwie so ein rote, 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 rote,
Hinter dir. Hinter mir? Was war nicht? Na, war's gerade. Und außerdem habe ich letztens... Da. Außerdem habe ich letztens eine... Siehst du sie nicht? Ja, ich sehe es. Schnell weg. Letztens habe ich eine neue Theorie entdeckt, wie die Welt untergehen könnte. Mhm. Zumindest das Leben. Es gibt ja diesen sogenannten... Ja, jetzt muss ich mir kurz mal... Jetzt guck mal nach oben. Na, jetzt geht's wieder nicht. Ja, vor dir. Oh mein Gott! ETF. Hilfe. Okay, genau, globales Fließband heißt es. Vielleicht... Bist du tot? Es hat sich, glaube ich, auf mich fixiert. Nein, ich lebe noch. Und ich habe eine Nachricht bekommen. Was ist das hier? Ich lauf mal um das Viech rum. Das ist hier so eine Art Labyrinth. Ich sehe dich. Oder ist das das Viech? Nee, das bist du. Lol, Labyrinth. WTF? Ich kann mich... Oh! Was ist das? Oh, da rechts. Mist. Oh! Ja, es hat sich auf mich fixiert. Da war es gerade vorne irgendwo. Und wie? Wo bist du da? Okay, ich bin dafür, dass wir das Licht ausmachen. Damit was bringt das? Findet. Naja, dann kommt das Viech nicht. Echt? Hm. Jedenfalls ist es dann nie gekommen, wenn ich Licht aus hatte. Aber ist denn scheiße für die Zuschauer, dann sehen die nämlich nichts. Und da vorne sind die Berge. Ich sehe keine Berge. Nein, nicht die Spitzen da? Diese kleinen Hügel? Nö. Ein Busch über den Wolken. Ja. Und ein Geier, Rabe, was auch immer, der ist gemeldet. Also bist du jetzt eigentlich voll entspannt, ne? Ja, also das Viech macht nichts großartig. Ich bin tot. Alter, das Viech ist eben kurz umgefallen. Ja, hab ich gerade gesehen. Ich hab ja... Baum. Ne, wie gesagt, er stand dann plötzlich vor mir. Alter, wenn man ihn die ganze Zeit anguckt, kommt er immer wieder. Er sieht irgendwie aus wie ein Bär mit Affe und Wolf, irgendwie so gemischt, ne? Ich bleib immer noch bei der Känguru-Theorie. Oh. Lol, was ist das? Na, weg dann. Was sind... Wir haben erst zwei Seiten. Ja, das ist auch etwas. Nein. Ah, ich werde dieses Spiel wohl niemals zu 100% schaffen. Besonders, dass du jetzt alleine bist. Ja. Weil die Möglichkeit besteht weiterhin. Ich glaube, das Höchste, was wir mal geschafft haben, also beziehungsweise ich, waren 4 oder 5. Hm. Sag mal, wollte ich nicht irgendwie zu den Hügeln? Ach, den da. Fuck, ich bin in die falsche Richtung. Ja, wir sind ja in die falsche Richtung gerannt wegen dem Typen. Also, er stand plötzlich vor mir ohne Anzeichen. Warum hat man kein Inventar? Wozu brauchst du ein Inventar? Weiß nicht, um, falls ich Diamanten finde und dann kann ich ein bisschen Bäume abholzen und mir kann ich mir dann so ein Diamantschwert machen. Ja genau. Musst du cheaten, nimmst ein Schwert, schlachtest das Viech ab und dann spielst du das Spiel. Rechts ist der Typ, ne? Hm, ich weiß. Oder, was doch geil wäre, wenn hier so Spinnen sind, man tötet sie und dann droppen die so Seide und dann fällt man ein bisschen Baum, macht sich daraus Stickies und dann macht man sich einen Bogen. Dann findet man zufällig noch irgendwo 180 Pfeile, kann ihn dann umbringen. Mhm. Indem man sich auf die Berge stellt. Mhm. Ja, die hätten aber schon ein bisschen... Worüber ich mich gefreut hätte, wäre, wenn sie noch ein bisschen mehr reinmachen würden. Wow, ja, wir haben jetzt ja 4 Berge und sonst nur Bäume. Hätten sie schon ein bisschen mehr reinmachen können. Vielleicht. Ja schon, ist ja auch nur die Beta und wurde von ein paar Leuten erstellt. Ja und? Auf die Berge rauf! Ich hab das Monster durch den Berg gesehen. Du auch? Nö. Ich gehe jetzt auf den Berg rauf. Geht das überhaupt? Keine Ahnung, es ging mal.
Auf jeden Fall, das Viech war auf der anderen Seite des Berges. Auf der anderen Seite? Ja. Gut zu wissen. Der Hügel ist grau. Was auch schöner wäre, wenn das Viech gehen würde, anstatt sich immer zu teleportieren. Ja, aber vor allem kippt es immer dabei um. Es war gerade in dir, ne? In mir? Ja. Was will er in mir? Ich hab doch nix. Ich hab nichts außer Geld und Macht und Ruhm, Reichtum und Döner. Oh, fernab vom Schuss bin ich jetzt oder was? Egal. Scheiße, Mann, ich kann nicht mehr rennen. Ich kann sagen, ich will die ganze Zeit irgendwelche Videos da von Chaos of the Pony gucken, ne? Weil ich unbedingt wissen, wie gut das Spiel ist und so, ne? Aber dann, das ist immer scheiße, wenn du es wirklich witzig findest, aber dann nicht mal so richtig wirklich drüber lachen kannst, weil du es ja schon kennst. Mhm. Und so ein rausgedrücktes, haha, witzig. Ja, das ist dann immer ein bisschen blöd. Ich hab's gesehen, ich hab die Augen gesehen. Ja, ich hab schon. Ja, ich hab. Alter! Okay. Wirklich schön. You are dead. Oh Mann, mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich von dieser Runde. Juhu.